Egal ob Möbel, Kühlschränke oder Fernseher, das meiste muss man heute nicht mehr bar bezahlen, sondern man kann es finanzieren. Und zwar zu unglaublichen 0%. Warum schenken uns die Hersteller und Anbieter diese Zinsen? Was steckt dahinter und ist das wirklich ein Vorteil? Das schauen wir uns heute gemeinsam an. Hi, ich bin Ivan von Evergreen. Die 0% Finanzierung war früher eher die Ausnahme. Sowas fand häufig im Rahmen einer Aktion oder einer Werbemaßnahme statt und war dann auch relativ schnell wieder vorbei. Heute ist es eher die Regel, dass man zu 0% seinen Kaufpreis finanzieren kann. Aber was steckt eigentlich dahinter und wer sind die involvierten Parteien dabei? Stellen wir uns vor, ihr geht in ein Möbelhaus und möchtet ein Sofa kaufen. Ihr habt die 1000 Euro bar nicht zur Verfügung und auch auf dem Konto sieht es gerade ziemlich mickrig aus. Ihr wollt das Ganze also finanzieren und das Möbelhaus stellt euch dieses Finanzierungsangebot zur Verfügung. Ihr schließt dann einen Kaufvertrag mit dem Möbelhaus ab und gleichzeitig einen Kreditvertrag mit einer Bank, die eigentlich mit dem Möbelhaus überhaupt nichts zu tun hat. Die Bank überweist dann den Kaufpreis abzüglich eines Abschlags an das Möbelhaus und somit hat sich die Sache für das Möbelhaus erledigt. Ihr jedoch zahlt dann den Kaufpreis in mehreren Raten an die Bank zurück. Aber warum zahlt ihr für diesen Kredit keine Zinsen? Bleiben wir bei dem Beispiel mit dem Sofa. Bis vor einigen Jahren hättet ihr die Wahl gehabt zwischen der Begleichung des Kaufpreises in Höhe von 1000 Euro oder der Finanzierung des Kaufpreises plus Zinsen. Diese Zinsen waren bis vor wenigen Jahren eben nicht bei null, sondern in unserem Beispiel liegen die bei 200 Euro über 5 Jahre, also ungefähr 40 Euro, sprich 4% des Kaufpreises. Im Beispiel teilt sich der Rückzahlungspreis in 5 gleiche Raten a 200 Euro plus 40 Euro für die Zinsen auf. Insgesamt habt ihr dann also 1200 Euro bezahlt, inklusive Zinsen und dem ursprünglich fälligen Kaufpreis. Wie sieht das Ganze nun heute bei einer 0% Finanzierung aus? Dabei greifen die Händler zunächst zu einem Trick. Der ursprüngliche Kaufpreis von 1000 Euro wird zunächst auf 1200 Euro erhöht. Dann habt ihr die Möglichkeit, das Ganze in Raten zurückzuzahlen, allerdings diesmal zu 0% Zinsen. Die Raten sehen dann 240 Euro pro Rate vor und bei 5 Raten ergibt es am Ende wiederum 1200 Euro. Am Ende zahlt ihr also bei einer 0% Finanzierung meistens genauso viel, denn die Zinsen werden einfach im höheren Kaufpreis versteckt. Warum macht man das Ganze? Oder anders gefragt, wer hat etwas davon? Da ist zunächst einmal die Bank, mit der ihr den Kreditvertrag abgeschlossen habt. Diese bekommt tatsächlich Zinsen, allerdings in Form eines Abschlags, den sie auf den Kaufpreis zahlt, wenn sie diesen dem Möbelhaus überweist. Sie bezahlt also nicht 1200 Euro an das Möbelhaus, sondern etwas weniger. Das ist der Gewinn für die Bank, der früher in Form von Zinsen fällig war und jetzt eben in Form eines niedrigeren Kaufpreises, den sie eben diesem Möbelhaus überweist. Außerdem hat sie eine neue Kundenverbindung geknüpft, nämlich mit euch. Es stehen ihr entsprechend super interessante Daten über eure finanzielle Situation, eure Möglichkeit, Kredite zurückzuzahlen und so weiter zur Verfügung. Und das Ganze lässt sich natürlich wunderbar dafür verwenden, euch später noch mehr Finanzprodukte anzubieten. Außerdem werden euch bei Kreditabschluss häufig noch weitere Dienstleistungen angeboten, die natürlich extra kosten. Zum Beispiel Ratenschutz oder die Möglichkeit, den Kredit auszusetzen und so weiter und so weiter. Für das Möbelhaus liegt der Vorteil auf der Hand. Sie macht mit optisch niedrigen Raten mehr Umsatz, als sie das mit hohen Einmalzahlungen machen würde. Der Bankenfachverband geht davon aus, dass 61% der Umsätze nicht getätigt worden wären, wenn sie nicht durch kleine Raten erschwinglicher geworden wären. Und was hat der Konsument davon? Also du? Nun natürlich Konsum bzw. Sofortkonsum. Statt langwierig für etwas sparen zu müssen, kannst du dir manche Dinge dann sofort leisten oder du behältst dein angespartes Vermögen für dich, für eventuelle Notfälle oder andere wichtigere Dinge. Der Nachteil ist natürlich der, dass man sich viele Dinge kauft, die man wahrscheinlich eigentlich gar nicht benötigt. Niedrige Raten locken zu einem Sofortkonsum. Bevor ich mir für 1000 Euro ein Sofa kaufe und lange dafür spare, ist es viel einfacher mit einer Unterschrift und 200 Euro monatlich das Ganze sofort zu machen. Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten, denn bei zu vielen Konsumentenkrediten könnte eure Bonität, also eure Kreditwürdigkeit, sinken.
Benötigt ihr dann irgendwann mal einen Kredit für eine wichtige Sache oder ihr wollt ein Haus bauen oder euch eine Eigentumswohnung leisten, dann kann es dazu führen, dass euer Zinssatz dafür stärker ausfällt, weil ihr schon zu viele Konsumentenkredite am Hals habt. Außerdem ist es häufig so, dass die optisch niedrigen Raten von einem eigentlich zu hohen Gesamtkaufpreis ablenken und ihr dann viel zu viel für eine Ware bezahlt. Falls ihr doch lieber spart, bevor ihr euch etwas leistet, dann schaut euch unsere 5 Tipps zum Thema Sparen hier im Video an. Ein weiteres cooles Video findet ihr hier und für mehr Finanzwissen und aktuelle News aus dem Finanzbereich abonniert unseren Kanal und das könnt ihr hier machen. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.